Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich sehe Standalone. Zu zweit. Ich bin erster unten. Warum guck. Ich guck gerade, warum meine Patrone hier auf dem Tisch steht. Guck, wie schnell ich bin. Okay. Ich guck immer noch wie meine Patrone. Ich bin so schnell. Okay. Jetzt hab ich auch. Oh mein Gott, er steht immer noch auf die Hälfte. Auf die Hälfte, Alter. Leck mich am Arsch, Alter. Was für ein Dutsch, ey. Ja, kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht lang. Warte. Oh Gott. Ich bin fast durchs Dach gefühlt gebacken. Kommst du nicht? Nein! Erster! Gut, wir wollten zur. Mittelfinger. Zur. Zur Hochhausbase-Ding. Ah ja. Das wollten wir nochmal gucken. Kann jetzt nicht sein, oder? Oh, ich hab grad gar keine Ahnung mehr. Warte, Alter, das war irgendwas wegen der Base. Ja. Nägel nicht. Nee, eigentlich nicht. Zählt er auch nicht, ne? Ach, wir nehmen Fass noch? Wir nehmen grünen Fass noch? Das hätten. Nee, das haben wir hier. Nee, das haben wir hier irgendwas gefunden. Hab ich jetzt ein blaues reingepackt? Ja, ich glaub, ja, deswegen ist er voll. Dann müssen wir es erstmal wieder hinpacken hier, oder? Nee, das blaue nehme ich ja mit hoch. Das blaue nehme ich mit hoch. Bei uns. Ach, mit aufs Dach? Genau. Okay. Aber was wollten wir denn da? Alter, das kann doch nicht sein. Ich habe gestern überlegt, oder vorgestern. Ich schreibe es hier einfach auf. Ja. Ja, nächstes Mal besser, ja. Ich mache mir auch einfach so eine Kreidewand hier, dann kann ich das immer wieder ranmalen und wegmachen. Ey, das könnte ich ja wirklich hier rechts machen. Könnte ich hier echt machen? Ja, das will ich auch. Aber da werden halt überall nur skurrile Zeichnungen sein von, ja, genau. Experimenten, wo ich gerade sage, Kaki kommt da nicht dran. Ich mal das dran. Oh. Übrigens, genau das. Wir sind momentan, also meine Eltern sind ja im Urlaub und wir machen gerade die Gänse, Enten und sowas, ne? Ja. Die eine hat Eier gelegt und den Tag, wo wir da waren, ist ein Ei, das platzt richtig laut und das knallt richtig. Alter, naja, weil es verdorben war. Ach so. Es war so kurz, ich hätte fast gekotzt, so kurz davor, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin weggelaufen, ich habe zu meiner Frau gesagt, ey, mach du zu, ich kann's nicht. Ja, was warst du denn jetzt? Da ist ein Polizeihaus. Ah, hier war doch das. Ach so. Ja, da ist doch nichts drin. Leider, finde ich ja auch schade, ist ja irgendwie nichts mehr drin. Genau wie in diesen grünen Wachtürmchen da. Für uns ist nirgendwo mehr irgendwas drin. Wir haben alles. Raketenwerfer. Also uns fehlt zumindest noch ein zweiter, haben wir, aber ansonsten haben wir alles. Tatsächlich, ja. Das wäre eigentlich cool, wenn wir nochmal eine Glü finden. Ey, wirklich, ey. Das kann nicht sein, dass sie so selten ist, ey. Mal ganz ehrlich. Ja. Mal Jens Early hier. Early. Theoretisch brauchen wir zwei noch. Falls die ja kaputt geht, falls man einen Unfall baut, braucht man auch immer einen in dem Fahrzeug. Das kommt ja auch noch dazu. Oh, geil! Das stimmt. Hier ist Stopp. Hier ist Stopp. Ja, hier, rechts. Ah, ja, stimmt. Tatsache. Brems. Geil. Ohne Zombies, das ist ja der Wahnsinn. Leider lauf. Bestimmt, weil wir erst jetzt auf dem Server erst drauf sind. Schade. Oh, hier ist das schön. Das ist ein T-Shirt. Ein T-Shirt. Oh, hörst du das? Ein Elch. Oh. Lecker. Oh, hier ist ein grünes Fass, das kannst du dir nur ausdenken, ey. Ja gut, das. Ja, wow, das Geld, wir können es doch nicht mal mitnehmen, weil man kann es ja nicht mal mehr, ne? Ja. In der Hand halten. Also erstmal einen Straßenrand. Aber jetzt dann schon, naja, nehmen wir mal. Brauchst du eine Sonnenbrille? Ne, hab ich. Sportsonnenbrille. Finde ich sowieso hässlich, die taktische finde ich am geilsten. Schutzbrille, was das sein soll. Ne, taktische Sonnenbrille tatsächlich. Okay, das war mal irgendwie geiler. Das war jetzt gerade gar nichts. Ist das hier wahrscheinlich, weil so ein Billo-Spawn ist hier vorne, wa? Kann sein. Ja, vielleicht für Spawn und so, dass er nicht gleich so gut ist, eventuell. Ja, aber ist auch, wäre doch völlig in Ordnung, wenn da mal so ein paar Waffen wenigstens drin sind. Okay. Nicht schlecht. Ja, ich dachte, da passiert irgendwas, aber. Kippt um, ja. Zum Bleistifter. Ah,
was mich noch richtig reizen würde, was ich richtig übertrieben geil finden würde, wenn die anstatt so einen Scheiß machen. Oh Gott, ich hätte es nicht machen sollen. Okay. So eine kleine Bimmelbahn, die man selber fahren könnte. Auf den Ski. Oh ja, so ein Ding, wo du selber pumpen musst, ja? Ja, das oder halt eine allgemeine kleine Lok. Vielleicht sogar einen Anhänger oder irgendwas, dass man hinten ein bisschen Fläche hat, um ein paar Fässer drauf zu stellen. Oh, kannst ein Auto drauf parken? Oh, das wäre episch. Aber das wäre so episch. Dann einfach auf Gleise einfach fahren lassen von alleine, das wäre so episch. Oh ja, schön einen fahren lassen, das wäre echt geil. Ah, nee, das war grad nicht so geil, glaub mir. Darum habe ich Ventilator an. Ey, der pustet da oben, das bringt nichts. Ey, sag mal, da ist eine Insel? Mit einem Leuchtturm? Ja, klar. Wait. Ist ewig. Jetzt ernsthaft? Ey, ich hab. Ach, übrigens, der Zug kann übrigens auch hier vorne spawnen, ne? Hier über der Dings, über der Schiene. Dann kannst du gar nicht mehr durchfahren. Wow, okay, das ist ganz schön. Naja. Das habe ich mal auf einem anderen Server gehabt. Hey, warte mal ganz kurz, wir sind jetzt. Hier nicht, nee, das ist. Hier sind wir. Ey, ohne Scheiß, das wusste ich nicht. Dass hier der Insel mit Leuchtturm sogar ist. Oh, würde ich ja gerne rüber. Schwimm. Kannst ja deinen Pass ins Wasser legen und dich reinsetzen. Wäre das für dich in Ordnung? Ja, kannst du machen. Ich würde sagen, pack dein Zeug alles. Ja, musst du wissen, nimm dein Zeug mit. Wenn nicht, pack mal das Fass kurz raus. Nee, ich pack ein bisschen was rein. Gut, dann mach ich mal ganz kurz einen Cut trotzdem. Warte. Weiter geht's. So. Er macht sich jetzt erstmal ein bisschen nackig. Neuig. Dann kann ich da eigentlich auch mit drüber kommen, oder nicht? Ja, natürlich. Schmeiß ich mein Zeug ins Fass rein. Lässt du Waffen hier? Ach naja, gut, das bisschen Mehrgewicht da. Ich glaube, das macht nichts aus. Ich glaube, auf jeden Fall meinen Trockensack hier, weil ich glaube, der wiegt schon ein bisschen was. 2 Kilo, unter 2 Kilo. Ja, wieso? Ach, stimmt, Klamotten. Ja, was, So, hier. Ist nachher wieder durch. Ich sag mal eine Vitamintablette vorsichtshalber. Ich auch. Hast du das Symbol, ja, ne? Ja. Perfekt. Ich überlege gerade, ob ich jetzt wirklich mit den ganzen Klamotten darüber gehe. Aber eigentlich was sonst, ne? Stimmt, gut, das ist klitschnass. Warte mal. Mein Rucksack ist, glaube ich, komplett wasserdicht. Wenn ich da was reinpacke an Klamotten, aber das heißt, ich muss alles aus den Taschen raus und da rein. Ich mache jetzt nur das, was wirklich schnell geht und den Rest scheiß drauf. Der ist dann halt nass. Achso, warte mal. Sturmweste könnte ich auch ablegen. Ah, oh, muss ich leer machen. Jo, das meine ich nämlich. Nee, dann ist mir das egal. Ja, dann schwimmen wir einfach so rüber, mein Gott. Ich habe jetzt auf jeden Fall alles mit, was ich brauche. Ich habe jetzt auf jeden Fall Mütze, Handschuhe, Gesichtsbedeckung und sowas, das habe ich alles weg. Ach ja. Weil das brauchen wir ja nicht. Handschuhe weg. Meine Schuhe, naja, Schuhe, wenn ich jetzt hier rumlaufe ohne Schuhe, liegen da noch Schuhe im Auto? Nee. Ich habe meine jetzt auch angelassen. Ja, okay, dann. Ah, dann. Oh. Gut, wir müssen ein bisschen zurücklaufen da. Da hinten ist dann nur ganz kurzer Schwimmweg, weil Schwimmen ist ja arschlangsam. So. Ja. Gut. Ah, er ist ja nicht so weit. Gut, dann können wir gleich rüber schwimmen, oder? Meinst du? Schwimmen ist halt super langsam. Ja, aber stimmt auch wieder, lass es da hinlaufen, gut ist. Ah, Zombie, ach, scheiß drauf. Ist ein Zombie. Wo? Oh, ja. Da oben. Apropos, weil ich gerade rausgefunden habe, wenn du auf einen Zombie mit der Armbrust schießt, ne, liegt ist der Pfeil doch dran an dem Zombie. Du kannst mit, wenn du auf den Pfeil drauf guckst, brauchst du einen Linksklick machen, er lädt den Pfeil direkt wieder nach. Oh! Okay, das ist geil.
Ja, das wusste ich auch nicht. Weil ich habe mich gewundert, warum da stand Patronenladen. Der Patronenladen mit draufgeklickt, hat er tatsächlich einen Pfeil rausgenommen und direkt selber nachgeladen. Ich glaube, das habe ich sogar einmal auch gemacht, aber eigentlich aus Versehen. Also, das ist unbewusst. Geil. Wenn wir zurück sind oder sofort ein Feuer machen. Ich habe kein Feuerzeug dabei, ich habe nichts dabei. Wenn wir zurück sind, gleich. Achso. Okay. Kann natürlich sein, dass es nass wird, aber ich weiß nicht, ob das jetzt was anderes macht. Nee, hast du auch im Rucksack oder nicht? Im Rucksack habe ich tatsächlich nie irgendwas. Das habe ich alles immer in Klamotten drin. Oh. Kein Trockensack? Nee, auch nicht. Schwimmen wir nach links oder geradeaus? Oh. So ein bisschen nach links. Ich. So. Ich war, ja. Naja, ein bisschen. Ich probiere es einfach aus, wenn es irgendwas. Ich bleib geradeaus weiter. Das sieht aber wirklich so aus, ja. Ja, doch, doch, das ist näher dran. Oh, mach mal Ego-Perspektive, das ist schön. Wasser, kein Wasser. Wasser, Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser, Wasser. Wasser, 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 Wasser. Kein Wasser, 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 Wasser. Ist zu lange unter Wasser. Tot. Nee, hättest mit rüberkommen sollen. Ich bin jetzt gleich schon da. Naja, laut immer unten. Alter, jetzt schwimm doch mal mit Tricks. Nee. Das sieht eigentlich ganz idyllisch aus. Wollen wir hier ein Häuschen bauen? Wenn es hier was geben würde, ja. Wir haben die auf der einen Insel haben wir schon mal geguckt. Okay, wäre ja nicht das Problem. Wir holen uns ganz viele Pflanzen. Ja gut, stimmt. Könnte man auf der Insel überleben. Tatsächlich. Das stimmt. Warum ist das da? Was ist das damals eigentlich nicht eingefallen? Bei dem anderen Scheiß. Doch, ich glaube, ist wussten wir, aber ich glaube, da waren zu viele Zombies. Ich glaube, darum hatten wir keinen Bock mehr. Da waren ja sau viele. Nee, da war tatsächlich gar nichts zu essen gefunden die ganze Zeit. Wir haben ja wirklich nur gesucht, so gesehen. Pilze waren ab und zu mal da, aber die paar Häuschen da, die haben nichts gebracht. Nee. Oh, ich suche noch einen Anleger mit ein bisschen was. Hier oben liegt ein Hemd. Das war's. Wow. Nicht schlecht. Also doch, schon. Wow, hier liegt eine Taschenlampe. Die nehme ich, hol aus und werf sie weg. Nichts mehr. Boah, ich hab's auf die Szene. Es hat nicht plopp gemacht. Wow, hier ist noch eine im Dings. Wow. Okay, tun wir's nochmal. Blub. Ja, okay. So weit ist das Spiel noch nicht. Wie schief ist der, ist das Schiff hier, Boot hier? Junge, der ist ja voll verbuggt. Was passiert eigentlich? Wie weit kann man rausschwimmen? Beziehungsweise passiert irgendwas, wenn man zu weit rausgeschwommen ist? Stirbt man dann, oder? Weil bei, ich sag jetzt so wie in GTA San Andreas. Nee, war das nicht so, wenn du hier beim Land zu weit raus, dass du irgendwann einfach runterfällst und stirbst? Nein, ja, stimmt, stimmt. Auch so sein, oder? Ach ja, gut, das kann sein. Das war da wahrscheinlich 30 Kilometer raus. Ich kann hier nicht springen beim Stein. Jetzt. Wo bist du? Ich bin. Ach da. Ich bin wohlauf. Ey, wenn ich hier so stehe, hat die wieder Bock aufs Meer, einfach weg. Ist halt wirklich so, ich hab da auch so Bock drauf mal wieder. Wollen wir es nämlich dieses Mal machen, dann nach Steinbeck? Ich könnte da auch mit euren komischen Wohnbauten. Naja, da zur Ostsee. Achso, ja, Stelle, gut, dass, wenn man nach Steinbeck ist. Ja, das ist in der Nähe von es kommt doch irgendwas, was ich nicht kenne. Nein, doch, das kennst du. Das Thema hatten wir auch schon mal. Da, wo ganz viele mal hingehen, wenn es zur Ostsee geht. Dieses, wo eigentlich jeder hingeht. Fehmarn. Oder jeder schon mal war. Nee. Rügen. Da wo haufenweise tausende Lehen und hast du nicht gesehen. Ne, auch nicht Rügen, nein. Da oben, so weit oben nur auch nicht. Einfach nur gerade hoch nach Deutschland im Grunde. Wismar.
Nee, Wismar ist. Nee, das ist Müritz. Nee. Nicht. Doch, Wismar, klar, nee. Wismar. Wismar ist das ja, aller nächste. Dame, Kellenhusen. Ich mag gerne Buse, ey, ich weiß es nicht. Ich auch gerade nicht am Überlegen. Ja, auf jeden Fall weiter links, wenn du da. Doch, da seid ihr doch mit dem Fahrrad lang gefahren. Ich bin trocken! Habt ihr erzählt? Nee, jetzt nicht mehr. Ja, da! An der Klippe entlang. Ja, aber gut, da waren wir ja schon. Boltenhagen. Nee, nicht Boltenhagen. Ja, genau, Boltenhagen. Was Boltenhagen? Aber da waren wir ja schon. Ja, und dann halt links, ganz links weiter weg nach Steinbeck, ein paar Kilometer weiter. Und da ist ja, halt da sind wir lang gefahren. Da bin ich mit dem Fahrrad. Ja, nach dahin, ja. Ja, musst du deinen Bulli umbauen. Zum Camper. Kann doch so schon drin pennen. Hast du. Willst du da toll. Achso, ich hab mit Laura. Ja, gut, halt schon ein paar Mal gesagt, den Namen ist ja egal. Mit Laura gesprochen. Ja. Wegen Seefahren nochmal dieses Jahr im Oktober. Sie wäre ja eigentlich dabei, wenn es passt mit ihrer Schule. Müssen wir denn nochmal vielleicht, wenn wir mit allen wir zusammen machen wollen, mit den anderen nochmal abklären, weil die hätten irgendwas gemeint wegen im August. Na ja, genau. Okay, warte mal. Ja, weil du gerade Oktober gesagt hast. Ja. August, Oktober. Oktober ist halt ein Monat später. Also, oh Gott, nee, Oktober haben wir Urlaub. Okay. Also da, wo ihr gesagt habt, dass ihr denn danach weiterfahrt, ne? Genau. Ja, wie gesagt, dann müssen wir es halt so mit der anderen abklären, dann passt das. Also kann das doch bestimmt auch passen. Wir machen das ja eh dann am Wochenende, daher. Ja. Das ist natürlich doof, wenn man natürlich den Montag nicht hat. Ja, ich muss sowieso nochmal Urlaub eintragen. Ich habe dies ja noch gar keine richtigen gehabt. Ja. Den anderen habe ich ja fallen lassen, den scheiß Aufpasser fertig kriegen, weil der nichts hinkriegt. Gar nichts. Hast du gehört, ja? Der guckt das zwar eh nicht, aber hast du gehört. Gar nichts. Er kriegt nichts hin, Alter. Gar nichts. Allein schon, dass er sich jetzt wieder Gedanken machen muss, ob er das nur macht, mit den Urlaubstagen, die ich haben will. Ob ich dadurch denn da bleibe oder nicht, also das ist auch schon wieder hoch. Erst sollte ich mich bis Donnerstag entscheiden. Bis Dienstag entscheiden. Paar mehr. Und dann musste er sich bis Donnerstag um entscheiden, hat sich immer noch nicht entschieden. So, der ist jetzt kaputt, der Fall. Den kann ich drin stecken lassen. Okay, der läuft woanders lang. Komm. Gehen. Ich hätte zu gern so eine Biker-Weste mit diesen zwei Engelsflügeln. Voll Daryl Dixon-like. Dick. Kock-Jarach-Penis. Pass auf! Ah! Runter, Alter. Ich hätte mir schon wieder das Bein gebrochen, Alter. 100 Pro. Apropos, das haben wir schon ewig nicht mehr. Nee, tatsächlich nicht. Wann obwohl ich eigentlich auch sehr... wo ich da vom Turm runtergebackt bin. Wo ich hochgeklettert bin, auf einmal war ich unten wieder. Machst du Feuer, vorsichtshalber? Oder wollen wir es dann vor Ort machen? Ja, lass da am Auto machen, weil da habe ich gerade die Akten, dann können wir damit gleich Holz machen. Achso, wow, ist er hier. Ja. Hier, kennst du die Dings hier, diese Coco-Crossies? Ja. Die mit den Knopfzeug drin? Ja. Alter, die gibt's jetzt auch mit Vollmilch noch ringsrum, ne? Also unter der Schokolade nochmal mit Vollmilch und dann ist das Knusperzeug. Voll die Milch. Sie. Ach, scheiße. Was denn jetzt? Was hab ich gerade gemacht? Vollmilch. Nein, Pupsi. Ja, genau. Da versteckt er sich hier hin und baut ein Feuer auf. Nee, erstmal Holz. Da ist ein Zombie an der Straße. Leise Pistole. Jetzt erzeugt er. Mein Knie! Alle kommen. Dunkle Rinde. Oh, Alkohol hatte der dabei. Muss unbedingt mal wissen, wo mein scheiß Automesser ist, Alter. Mein gutes Bear Grylls. Der Faker. Nö, das ist das echte Messer tatsächlich. Ja, aber der Typ, ja. Aber ich fand das damals so zu geil, wie es kam raus, das Messer. 140 Euro eigentlich. Ah.
Nee, ja, und ich bei eBay instant für 70 gekriegt. Ist immer noch, na gut, okay. Wenn es wirklich ein geiles Messer ist, ja, gut. Also ich finde es eigentlich ganz mega. Auf jeden Fall die Version, die ich hatte. Was waren das? Ich glaube, die dritte Version. Es gab ja, glaube ich, 1, 2 und 3. Das dritte, das habe ich aber so. Ohne diese komische... Was waren das? Diese Art Schneide an der Klinge, die ist voll ekelhaft. Wie heißt das? Serrated Klinge? Keine Ahnung. Das weiß ich nicht. Weiß ich jetzt nicht. Die... Schuhe tatsächlich in die Hand nehmen ist besser. Ich habe nochmal auch gekugelt. Ja, und dann don't sniff. Doch. Don't sniff and drive. Ach so, Scheibenkleister. Es hat noch mal einer geschrieben, ob wir noch, ob immer noch Interesse besteht, ob wir immer noch ein Teammate brauchen. Ja. Habe ich komplett vergessen. Na gut, wir haben jetzt auch die ganzen Tage nicht gespielt. Ich habe auch noch nicht geantwortet. Der andere hat sich auch noch nicht gemeldet, ne? Habe ich nur nicht mehr drunter geguckt, ne? Nee, also gut, da habe ich geguckt. Ich dachte jetzt irgendwie, ich war auch noch nicht auf unserem Discord-Channel. Also ist auch noch keiner draufgekommen, oder? Nee, weil der Link, der geht ja wirklich irgendwann, ist er weg. Also gut, dann werde ich den Link da trotzdem einmal rauslöschen. Wenn irgendwas ist, sollte er sich nochmal melden. Ist noch was anderes, aber dann werde ich einen neuen Link nehmen und unter dieses Video packen, wo er, der andere, quasi drunter geschrieben hat. Die Namen kenne ich alle nicht. Das Problem, ich weiß nur nicht, wie ich dich da zum Admin mache. Ich habe doch den Tag schon geguckt. Boah, das weiß ich auch nicht. Ja, wir kennen mich auch nicht aus. Ja, normalerweise irgendwie einfach Rechtsklick auf dich. Blockieren. Blockieren. Also den Tag sah das noch anders aus. Rollen vergeben war doch hier irgendwo. Apps. Blockieren. Oh. Das ist ja mal interessant. Armageddon hat mir geschrieben, heißt er. Ich habe jetzt nochmal ganz kurz geguckt. Vor 21 Stunden. Der hat 4000 Stunden Ingame-Zeit. Ja, ich schicke dir mal nochmal den Link. Kannst du dir das mache ich dann über PC. Ja, mache ich aber dann über PC nachher. Ja, du bist doch am PC, oder nicht? Ja, ich habe gerade über Handy geguckt, weil ich ja in-game bin und aufnehme. So, ja. Alter, was ist das denn? Alter, eine Minispinne. Spinne. Spiderman. Don't sniff and try. Ach so, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Das Video war ja nicht echt. Das war ja vom Spiel, was ich reingestellt hatte bei WhatsApp. Ich weiß gar nicht mehr welches. In einem Wald da, wo ich im Wald gelaufen bin, in Anführungsstrichen. Ach so, ja. Und? Ey, mich haben so viele angeschrieben, warum schickst du denn sowas rein? Ist ja egal, ob du jetzt im Wald bist oder nicht, ich bin nicht im Wald. Ich bin zu Hause, halt genau dasselbe gemacht. Die haben es halt gar nicht verstanden. Da habe ich gesagt, Spiel und so, haben sie mir nicht geglaubt. Ey, wieso war das denn nicht echt? Na, weil das ja eine Demo war. Die Unreal Engine 5.4? 5.3? Ernsthaft? Ja, das war ein Spiel. Also quasi ein Spiel. Das war nur eine Engine. Das ist so krass, wie das aussieht. Ja, okay, das ist, das ist dann ganz schön heftig gewesen. Also ich dachte eigentlich auch, das wäre echt gewesen, dass du gerade wieder... Hey, ich habe dich doch den Tag gefragt, dass du gesagt, du bist... Das war um Dörn, also um Dings herum. Na, ich bin zu Hause, ja. Ich bin zu Hause. Ich bin in Dörn. Ah. Ja, das war aber eine total dumme Antwort für mich, weil ich ja doch eigentlich was anderes gefragt habe, was du dir halt denken konntest, oder nicht? Nein, du hast gefragt, Heck. Wo bist du? Ich bin zu Hause. Und wo... Nee, du hast gefragt, wo warst du? Wo warst du? Zu Hause. Ich war ja nirgendwo. Ja, ich habe halt aber auf das Video geantwortet. Wenn man sieht, okay, du bist angeblich unterwegs, ist ja klar, dass ich denn meine, wo das war und so. Ja, genau. Ja, klar, das war zu Hause. Sagst, ja, ist klar. Ja, weiß ich. Aber das ist für mich halt eine unlogische Antwort, weil es halt aussieht, als wenn du unterwegs warst. Richtig. Aber das war dann trotzdem in dem Fall eine richtige. Ja, wo eine Erläuterung gefehlt hat. Und danach hast du mich gefragt. Du hast so gefragt, wo ich war. Das habe ich geantwortet. Ich hatte da keinen Bock mehr, weil das so unlogisch war. In dem Moment dachte ich, Alter, nee, da ich jetzt genervt drauf, muss jetzt nicht sein. Ist das wirklich so? Entschuldigung, dass ich dir ehrlich geantwortet habe. Tut mir leid, ich frag nie wieder. ich lasse es einfach.
so ein Kick, Alter. Ach, siehst du, warum habe ich das nicht auch gemacht? Ja, ist mir auch gerade eben eingefallen. Ach, du bist noch. Okay, da, doch hier noch die Hose. Ah. Oh, das ist ein Lackedei. Schnippelmann, Schnippelmann. Schnippelmann, ich habe erst Schnippelmann verstanden. Knüppel. Der gute Knüppel. Gute Knüppelmann ist ein guter Knüppelmann. Den zeig ich dich. Also mein Rucksack ist wirklich, der wird nicht feucht, ne? Da glaube ich, kannst du alles reinpacken. Selbstgemachter Lederrucksack, oder? Im Grunde ja. Im Grunde schon. Okay, schon geil. Gibt es tatsächlich auch irgendwie in drei Farbvarianten. Irgendwie so das Rötliche, was ich habe. Den Naturbraun, sag ich mal. Und so ein dunkles, so Art Schwarz. Ich hatte, glaube ich, erst den Braun ausprobiert, aber der sah mir zu doll aus für die Klamotten. Ich pack mal die Schuhe kurz auf den Boden, die werden gerade überhaupt nicht trocken. Meine sind jetzt trocken gerade geworden dadurch. So. Gott sei Dank. Und der Rest auch. Er ist immer unterschiedlich, ist ja nicht bei jedem gleich. Ja, aber so dolle. Meine sind durchnässt immer noch. Also bei mir. Echt, ja. Nee. Bei mir ist es, glaube ich, nur die Hose. Ja. Nur die Hose ist feucht. Ich bin. Ja, die Hose ist noch feucht, der Rest ist trocken. Aber die Schuhe sind halt durchnässt. Nass, jetzt nass. Ja, das wundert mich aber auch, dass meine so schnell jetzt. Ah, guck mal, ich habe Turnschuhe, du hast speziell für sowas. Naja, für Schwimmen jetzt nicht. Aber du hast draußen Schuhe richtige. Ja, vielleicht deswegen. Ja. Oh, naja, robuste Kampfstiefel für Einsatz in feuchten Umgebungen. Ach, krass. Ich habe Schuhe für Leichtathleten. Nicht für schwieriges Gelände oder regnerisches Wetter geeignet. Also genau das Gegenteil von dem, was wir gerade hier die ganze Zeit machen. So, I'm Finish. Ja. Ist das echt der Rotpunktvisier, was ich auf der Armbrust habe, auch noch. Okay. Die Batterie ist auch noch eigentlich voll. Na gut. Wie wenig verbraucht das Ding auch, ist mal ganz ehrlich. Was ist denn da, wie viel verbraucht denn das so in Real? Ist das auch ultra wenig? Ich glaube mal, ja, ich glaube, das hält auch ewig. Hast du dein. Na gut, Knopfzelle ist da drin, ne? Ja, aber ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist. Es gibt noch ein paar dickere, vielleicht passen auch normale Batterien rein oder kleine Akkus oder so. Was passt bei dir rein? Oder ist da mit Akku? Ne, mit Akku nicht. Boah, was war denn das? Ne, ich glaube, das war. Ich glaube, das war auch nur Knopfzelle oder so. Ja, reicht ja auch eigentlich. Das habe ich Olli gerade gegeben, plus das andere. Im Grunde, ich habe das, die beiden Dinger, die habe ich damals bei Fisch, glaube ich, noch bestellt gehabt. Das Rotpunktvisier und das Dings hier zum Ranzoomen ist das noch. Dadurch, wenn du es zusammenbaust, hast halt dieses Hybridvisier. Kann dazwischen zwischen normal, Rotpunkt oder machst das Ding hoch und kannst ranzoomen noch auf, keine Ahnung, 3,5 oder so. Ja, das ist natürlich geil. Ist eigentlich richtig nice. Man muss halt nur einmal richtig einstellen für die Waffe, dann geht das auch. So, gut, dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch und schreibt hier einen Kommentar, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss. Tschüss.